Also, hier. Ja, ist halt ein bisschen doof. So. Da hinten noch eine. Klatsch. Und, ach, was soll's, machen wir hier noch zwei, weil es so schön aussieht. Ach, schön. So. Jetzt brauchen wir wieder was zu spachteln. Ah, need something to eat again. Erstaunlich, wie schnell man hier hungrig wird. Das ist heftig. Deftig. Heftig, deftig nach einem Joint. Bitte was? What the heck? Ich glaube, da möchte ich gar nicht runter. Zumindest nicht, wenn ich kein Unterwasser halt Trank habe. So. Dann mache ich hier mal gerade dieses eine Schaf klar. Ich mache das Schaf klar. Bisschen Fleisch hättest du noch droppen können. Und die Zombies. Screw my life. Gib mir dieses Zeug. Keine Ahnung wovon. Nein, 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 no, no. Just no. Just no. Help me, get my feet. Kann man das essen? Ich bete, dass man das essen kann. Bitte, kann man das essen? Nein! Candelilla Seeds. Ich weiß nicht, was das ist. Mist. Ich hab nichts mehr zu futtern da. Doch, ich muss. Nein, 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 nein. Oh, verdammt. Das gibt's doch nicht. Sterben. Ich komme hier nicht vom Fleck. Was? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Nichts. So, ich bin sauer. Da hinten ist mein Grabstein. Das gibt Rache. Das gibt Rache. Wenn es etwas gibt, das ich hasse, dann ist es draufgehen. Das hasse ich wie die Pest. Und dafür werdet ihr büßen. So, du willst sterben? Oh, verdammt, ich komm doch her. Was zum Geier? Komm doch. Irgendwas stimmt doch nicht. Warum kann ich den nicht verprügeln? Ah, komm schon. Das darf doch alles gar nicht wahr sein. Jetzt bin ich schon wieder fast tot. Das gibt's nicht. Okay, calm down. Jetzt nur, ich bin gerade richtig angepisst. Ich hasse es, drauf zu gehen. Ich hasse es. So, ich will meine Sachen. Ich will meine Scheißsachen. Kann mal bitte jemand diese Wichser töten? Warum kriege ich ihn nicht geschlagen? Was ist denn los? Na komm, du Dreckiger. Leute, ich bin sauer. Ich bin gerade so sauer, dass das glaubt ihr mir nicht. Ey, das ist. Das geht gar. Das geht nicht. Ich bin ja nur noch am krepieren. Das kann doch nicht wahr sein. Ich schwöre euch. Ich schwöre euch. Diese Zombies werden sterben. Ich werde darauf hinarbeiten, dass sie sterben. Die werden so draufgehen. Ich sag's euch. Ich mach denen die Hölle heiß.
Ich mach den Feuer unterm Hintern. So, du Scheiß-Skelett, wo bist du? Wo ist dieses verdammte Skelett hin? Wo ist es hin? Na, warte. Mich zweimal töten und sich dann verkriechen. Ja, 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 komm her. Yes. Wenn ich wütend bin, bin ich in Rage. Na, wartet. Das gibt Rache. Ich wünschte, man könnte die Zombies irgendwie ausrotten. Ich hasse Zombies. Abgrundtief. Na, komm schon. Boah, das darf doch nicht wahr sein. Das darf echt nicht wahr sein. So ärgerlich. So verärgert gerade. So sauer gerade. Da spawnen die einfach mitten auf meinem. Mitten in meinem Zuhause. Das kann doch nicht wahr sein. Dreimal hintereinander, viermal hintereinander gestorben. Das ist. Habe ich schon erwähnt, dass wenn ich sauer bin, dass ich dann nicht nachdenke? Ich bin genervt. Ich bin so genervt gerade. Ich hasse es. Ich hasse es. So, jetzt reicht's mir. Ich werde einfach aus Prinzip da rausgehen und diese Viecher einfach töten. Deswegen hasse ich es, mit Zombies zu spielen. Mit Zombies zu spielen, klingt ja so. Deswegen hasse ich es, Minecraft zu spielen, wenn die Zombies ankommen. Ich hasse die Viecher. So sehr. Das glaubt ihr mir nicht. Das ist schon gar nicht mehr normal. Am liebsten würde ich da jetzt hingehen und die allesamt raussuchen und einfach nur abschlachten. Das ist unfassbar. Unfassbar. Das ist halt das Go, wo man am Fallen ist. Man stirbt einmal und dann stirbt man nur noch durchgehend. Das ist das, was mich nervt. Und jetzt wird es regnen. Diese nervigen, dreckigen. Na, ich will nur auf den Fuß gehen. Ich will nicht mehr rausgehen. Einfach, weil ich. Ich werde Jagd auf sie machen. Selten so genervt gewesen. Ich hasse es ja drauf zu gehen. Aber mehrmals hintereinander dann auch noch, weißt du? Und dann stehen die Viecher auch noch da. Du spawnst da. Du hast keine Chance, da wegzukommen, weil du. Das ist einfach nur Hass pur. Hass pur. Du kannst nichts machen, weil du einfach nichts in der Tasche hast, mit denen du die einfach umbringen kannst. Du musst die mit deiner nackten Faust töten. Mit deinen nackten Händen. Und die stehen da und ach, das ist einfach nur. Das macht mich voll aggressiv jedes Mal. Boah, ich bin nun mal so. Was ärgert mich eigentlich? Das ist im Grunde ja scheißegal. Du krepierst, du spawnst wieder. Hey, ich sag ein Ding, so normalerweise. Aber es regt mich einfach auf.
und möchte rausgehen und die Viecher einfach schlachten. Das Problem ist aber, es bringt einfach gar nichts, weil immer wieder neue spawnen. Das ist es ja, man kann die Zombies hier gar nicht ausrotten in dem Sinne. Das ist ja das, was mich so ärgert. Aber hey, mein Wissen, was passiert? Oh, oh. Zombies, I hate them. Ich werde auf eine Rüstung haben. Definitiv. Wenn ich die erstmal habe, dann mache ich den so richtig gut, wenn ich das. Dann gibt's echt aufs, ne? So aufs. Dann gibt's richtig mal auf die Visage. Richtig. Dann mache ich einen like Chuck Norris. Schlachte ich jedes Viech, das ich mir wünsche. Jedes einzelne Viech. Einfach aus Prinzip. Einfach, weil ich die Zombies nicht leiden. Die gehen einen immer auf den Sack. Egal in welchem Spiel, egal. Selbst Minecraft, die gehen einen wie eben sehen und richtig. So sehr. Als Zombies. Dead Island. Walking Dead. Oder Black Ops Zombie Modus. Und viele, viele Spiele mehr. Und so viele Zombies. So. Hey. Sind wir jetzt weg? Es regnet. Ich werde versuchen, nicht wieder zu krepieren. Aber ich bin ja mal wieder am Verhungern. Mal wieder. Wie geht das? Wie kann man ständig so am Hungern sein? Wie kann man ständig nur am Hungertuch nagen? Das ist so. Ja. So, ich mache jetzt erstmal wieder ein bisschen Kokoserde. Egal, dieser kleine Rückschlag wird mich nicht davon abhalten, das Let's Play zu weiterzuführen. So. Das Erde kommt erstmal weg. Ich hoffe, die Pflanzen wachsen so langsam und allmählich. Also. Na gut, so nach und nach wird das ja alles dann laufen. Ich brauch das. So nach und nach immer reproduziert, dann wird das schon. So, dann hätte ich jetzt gerne das. Das muss man anders kultivieren. Das und das. So, die hier. Also, die wächst hier. Das ist hier. Das ist so. Ich sollte vermutlich einfach weniger rennen, dann würde ich auch nicht so schnell verhungern. Zack, zack. Zack. Und dann Sesamsamen. Egal. Egal, ich hab's gerade gecheckt, aber egal. Egal, war nur Sesamsamen. Ach ja, ich kann mal gucken, wie es funktioniert. So. Yeah. Ich brauch irgendwas zwischen die Rippen. Mal wieder. Man kann sich gar nicht richtig aufs Bauen konzentrieren, weil man ständig nach irgendwas zu essen sucht. Das ist schon heftig. Irgendwann muss.
zu? Nein. Ist das dein Ernst? Wo zum Geier kam der gerade her? Also, ich fühle mich langsam echt gedisst. Das kann doch nicht wahr sein. Da ist man einen Moment lang unachtsam und dann überrascht einen ein Creeper von hinten. Ey, das ist doch einfach nur, ich habe keine Worte für. Ich finde gerade echt keine Worte für. Wo wir schon wieder Anforderungen sind. Das geil. Das ist zum Kotzen. Ich mach mal Folgendes. Ich mach's mir mal nicht mehr so schwer. Weil sonst kippe ich schon wieder fünfmal hintereinander und darauf habe ich echt keine Lust mehr. Und ihr genauso wenig. Das garantiere ich mal. Bis ich zumindest eine stabile Nahrungsquelle habe. So. Acht Dinger sollten erstmal reichen. So, ich hätte gern was zwischen die Rippen. Ich brauche was zwischen die Rippen. Heide. Juhu. Sechs Viecher, wo seid ihr? Das Fleisch habe ich ja leider auch nicht. Ah, eine Kuh. Eine Kuh. Komm her. Stillegarten. Oh ja, gib her. Gib her. Jawohl, Paprika und was? Bohnen. Jetzt kann man nicht so essen. Schade. So. Aber ein Stück Fleisch immerhin, aber das wird nicht reichen, Leute. Das wird niemals reichen. Ich brauche einfach mehr zu futtern. Ich weiß nur nicht, woher ich das ganze Zeug nehmen soll. Ich habe schon alles geschlachtet, bis hier was rumgelaufen ist. Das ganze Rumgehopse macht das Ganze ja auch nicht besser. Hier ist ein Eisen. Sehr gut, ich will Eisen. Gib mir Eisen. Ich will Eisen. Da. Weg mit dem Pilz, weg mit dem Faden. So. Ja. So. Bitte, läuft hier irgendetwas Schlachtbares rum? Irgendwas? Come on! Give me something to eat! Irgendetwas! Ich werde schon wieder gnadenlos verhungern. Zum Mäusemelken. Irgendwie muss es doch möglich sein, irgendwas zu fressen aufzufinden. Komm schon, du blödes Schaf, gib mir dein Fleisch. Fleisch. Jawohl. Ja, jawohl, zwei. Ja, wir werden es überleben. Fürs Erste. Warum? Ich fände es lustig, wenn ich die Kalmare da schlachten könnte und die mir dann irgendwo Kalmare gegeben würden. Mit Tintenfisch halt. Mit Tintenfischfleisch. Zumal es mir gerade echt helfen würde. Unglaublich, wie schnell man hier verhungert. Aber ich werde es überleben. So.
Fleisch. Naja, immerhin etwas. Ich hoffe, da hinten ist schon was reif geworden. Ich bete zum Allmächtigen, dass da was gewachsen ist. Sonst sieht's echt schlecht für uns aus. Ach, komm schon. Ah, ein Schaf. Bitte, bitte gib mir Fleisch. Bitte gib mir Fleisch. Nein! Ah, warum? Ich brauche nur ein bisschen Fleisch. Okay, mal gucken. Ah, es wächst ja schon ein bisschen was. Das ist schon. Oder dann haben wir hier grüne Paprika. Bohnen. Dann wollte ich ja hier noch Kakaobohnen anpflanzen. Wo mache ich schon Latte? Ich habe keine Ahnung, wo ich die hinstellen soll. So läuft das. Kakao ist am Wachsen. Sehr gut. Mal gucken, haben wir irgendetwas im Rucksack? Irgendetwas. Nur Kandelilasamen, womit ich echt nichts anfangen kann. Jedenfalls noch. Komm schon. Ah, ich hab doch... Okay, gerade nicht dabei. Ich hab doch Knochenmehl gefarmt. Durch die Skelette, die ich da geschlachtet habe. Ich sollte mir echt abgewöhnen, so rumzurennen. So, mal gucken. Ja gut. Oh, da habe ich ja noch die Dinger. Oh, und die Dinger. Oh, Fisch habe ich auch noch. Jawohl. Jawohl. Ah, jetzt weiß ich auch, was ich machen kann. Perfekt. Ich habe eine Idee. Um überleben zu können, muss man manchmal Dinge tun, die man sonst nicht kommt. So. Ah, geil, wir werden überleben. Den brauchen wir nicht. Aber den brauchen wir. Sehr gut. Sehr gut. Jawohl, wir werden es überleben. Ich wusste gar nicht, dass ich den Fisch noch hatte. Total vergessen. So, mal schauen. Das machen wir zu Samen. Das machen wir auch zu Samen. Die wachsen sowieso sehr schnell, die Zuckermelonen. Oh, bombastisch. Man kann ja auch theoretisch den ganz normalen Kompost nehmen, um die zum Wachstum, um das Wachstum zu beschleunigen. Das fällt mir gerade auch so ein. Fällt mir auch wieder gerade ein. So, zack, zack, zack. Das hätte man die ganze Zeit auch machen können, ja. So. Jedenfalls, das ist Bohne. Machen wir die hier hin. Oder auch nicht. Machen wir halt die hier hin. Und... Genau, dann beschleunigen wir das Ganze so ein bisschen. So. Tada! Jawohl. Gib her. Jawohl! Haha, wir werden es überleben. Hm.
Minuten. Perfekt. Sehr gut. Eins und... So. Jawohl. Okay, jetzt haben wir uns ein bisschen was gesichert. Unser Überleben sichern. Und ich mache jetzt hier einfach mal eine Fackel hin. Damit es schön hell bleibt. So. Ah, beautiful. Ach, ist das nicht viel schöner so. Also, was haben wir? Rübensamen. So. Dann machen wir davon noch ein bisschen. Sehr gut. Wir brauchen umso mehr. So viel von dem Zeug. So viel. Jawohl. Je mehr, desto besser, ne? So. Zack, zack. Je schneller, desto besser. So, ich gehe jetzt nochmal das ganze Bambus aufernten. Können wir nochmal Kompost herstellen. Unser Überleben weiterhin sichern. So, drei Sorten Bambus. Ich habe vorhin da hinten noch eine vierte Sorte gefunden. So, aber ist erstmal wurscht. So, wir werden es überleben, meine Freunde. Wir werden es überleben. Ohne zu verhungern. Also an Verhungern werde ich jetzt nicht sterben. Also ich werde nicht verhungern, so. Irgendwie schaffe ich es immer nicht zu verhungern. Ja, jetzt komme ich natürlich nicht an den ganzen Zorn. Das ganze Kram. Bla, bla. Bla, bla. Geben du mir? Geben du mir? So, du mir geben. Oh Mist, jetzt muss ich hier irgendwie... Hö! Ich kann das ganze Bambus da nicht ran. Egal, passt schon. So. Ach, ich habe jetzt schon gar keinen Platz mehr, ne? Okay. Mal den da. Sehr gut. Gib mir die nochmal. So, das sammeln wir auch nochmal ein. Ja, schön her damit. Schön her damit. So, so muss das, so muss das. Geil. Wir werden es überstehen, meine Damen und Herren. Wie sieht's damit aus? Es wächst. Ganz gut alles. Ja, ja, das passt so. Das hier. So. Haben wir noch mehr davon. Wie gesagt, je mehr, desto besser. Dann läuft auch alles. So. Die Erde. Ich lasse nochmal mit raus. So, was ich sagen wollte zum Thema Zombies. Zombies halt. Ne? Ihr kennt ja Zombies aus irgendwelchen Videospielen wie Minecraft und ich finde die einfach total. Ich finde Zombies, nicht mal die normalen Zombies, diese Skelette und so finde ich am allernervigsten. Die gehen einem richtig auf den Geist mit einem Pfeil. Du läufst da so entgegen, auf einmal kriegst du einen Pfeil in den Rücken geschossen und du fragst dich, woher kam der jetzt? Und dann, wirst du voll aggressiv und dann denkst du dir so, ey, ich muss dieses Skelett voll auf. Ne? Und dann ziehst du nur noch dein Schwert, rennst auf das Viech zu und dann hast du schon erschossen und getötet. Wo du dir denkst, Digga, voll unfair. Voll unfair. Weil du einfach nicht zu diesem Kerl gekommen bist, um den dann zu töten, weil er dich von der Ferne schon erschossen hat. Am besten sind da zwei Skelette, ein paar Zombies dazu, ein paar Spinnen und dann kommst du dann erst dazu, die Skelette zu töten. Weil du dich erst auf die Zombies und so konzentrieren musst und auf die Spinnen. Das ist ja der ganze Mist. So, jetzt haben wir das. Gut. Dann warten wir jetzt nochmal kurz, bis alles ein bisschen gewachsen ist. Holen wir uns so lange mal ein bisschen Kompost. So.